Hallo, seien Sie herzlich willkommen im Rosengarten auf dem Herzenberg in Hadamar. Mein Name ist Mike Groneberg und ich hatte vor etwa 26 Jahren die Idee, hier einen Rosengarten anzulegen. Und mit der Hilfe eines wunderbaren Teams und wunderbarer Helfer und auch der Stadt Hadamar ist es uns gelungen, glaube ich, ein sehr, sehr schönes gärtnerisches Kleinod hier anzulegen. Ich würde Sie gerne auf die Reise mitnehmen in diesen Garten und Ihnen einige schöne Gartenteile zeigen. Hier stehen wir jetzt im Zentrum, also im Herzstück des Rosengartens. Das ist der eigentliche Rosengarten, in dem einige tausend Rosen blühen und um die Gunst der Besucher wetteifern. Als erstes möchte ich Ihnen den versunkenen weißen Garten vorstellen. Er präsentiert sich in einem wunderschönen weißen Gewand mit weißen Rosen, weißen Sommerblumen und weißen Stauden. Und er ist ein unverzichtbares Element eines englischen Country Gardens. Dieser Teil des japanischen Gartens symbolisiert unsere Vergangenheit. Die Vergangenheit verblasst und verschwindet hinter uns. Und jetzt öffnet sich unsere Gegenwart, und zwar der Mensch in Harmonie mit der Natur. Dieser Teichgarten ist auch ein Abbild der großen Natur, symbolisiert durch Felsen und Steine. Nach japanischem Verständnis sind Steine beseelt und es laden den Besucher zur Meditation in diesen Gartenbereich ein. In diesem Gartenraum zeigt sich der Duftkräutergarten von seiner besten Seite. Viele unterschiedliche Düfte wetteifern um die Gunst der Besucher. Zum Beispiel die Schokoladenblume mit ihrem Duft nach Schokolade. Oder das Olivenkraut, das nach eingemachten Oliven duftet. Und es gibt eine Unzahl von ganz vielen Düften hier und sie erfreuen alle unsere Besucher und locken nicht nur Insekten, Hummeln, Bienen an, sondern auch die Nasen unserer Gartenfreunde. Dieser mit sehr viel Liebe angelegte englische Country Garten würde sich freuen, Sie als Besucher willkommen zu heißen und sie mit den vielen Farben, Formen und Düften zu verzaubern.